Für die Mannschaft der ECU Amstetten Wölfe geht es bei diesem Spiel das letzte Mal im Grunddurchgang der niederösterreichischen Elite-Liga aufs Eis. Der Gegner, die Spielgemeinschaft Kremszwettl. Mit hohem Tempo geht es auf beiden Seiten los. So liefert Amstetten gleich zu Beginn zwei riesige Möglichkeiten, die aber nicht umgesetzt werden. Stattdessen serviert Andreas Friedl ein Powerplay für die Gäste, nachdem er einen Kremser nur mehr durch Halten stoppen kann. Das nutzt die Spielgemeinschaft Kremszwettl aus und netzt zum 0:1 ein. Kurz darauf wieder ein Konter und die Gäste erhöhen auf 0:2. Anscheinend hat Spielertrainer Schwab in der Pause die richtigen Worte gefunden. Amstetten bleibt wieder im Angriffsmodus. Die Passes kommen jetzt präziser. Die Konter der Kremser allerdings werden wesentlich seltener. Trotzdem dauert es 4 Minuten, bis endlich der erlösende erste Treffer fiel. Den liefert Harald Wagner nach einem Zuspiel von Paul Holzer. Nach einem ungezwungenen Powerplay für die Amstettner folgt der Ausgleich. Mario Schramböck nutzt die Assistenz von Harald Wagner und netzt zum 2:2 ein. Ab jetzt haben die Gastgeber in ihre Favoritenrolle zurückgefunden und sind Herr am Eis. Wieder ist es Harald Wagner, der den Startschuss zum nächsten Treffer liefert. Er spielt den Puck an Philipp Fieringer, der holt den Führungstreffer zum 3:2. Holzer an Valguni. Er wiederum spielt weiter an Fieringer, der den Puck zum 4:2 am gegnerischen Tormann gekonnt vorbeischupft. Kaum reduzieren die Amstettner ein bisschen das Tempo, sind die Kremser mit ihren schnellen Kontern da und verkürzen auf 4:3. Die Antwort gelingt postwendend durch Felix Funke zum 5:3. So geht es in die zweite Pause. Der Schlussabschnitt beginnt für Zwettl in Unterzahl. Doch daraus macht Amstetten noch keine Punkte gut. Erst 4 Minuten später erhöhen die Wölfe auf 6:3 durch die Kombination Lukas Friedl und Torschütze Sebastian Fieringer. Ab dann spielen die Kremser nur mehr auf Spielstand halten, während die Amstettner noch 4 Tore draufpacken. Das 10. Goal schießt Spielertrainer Matthias Schwab selber. Ja, wir haben nicht so richtig in unser Spiel gefunden. Wir haben eher noch zu viele Chancen lassen. Wir waren zu passiv beim Draufgehen. Wir haben ihnen zu viele Turnovers gegeben. Und ja, die haben natürlich die klasse Spieler und das rächt sich dann auch relativ schnell, wenn man ihnen zu viel Freiraum gibt. Ja, eine gute Pausenansprache von unserem Trainer. Ja, die hat uns wieder aufgeweckt und dann sind wir halt voll motiviert wieder rausgekommen. Und dann ist es eigentlich gleich losgegangen. Und wenn man mal das erste Tor geschossen hat, ja, dann kommt man ein bisschen rein, dann kriegt man ein bisschen einen Lauf. Und ja, so ist das nächste Tor entstanden und dann wieder das nächste. Man kommt ein wenig, man hat so das Momentum auf seiner Seite. Und ja, Gott sei Dank ist es dann, wie viel haben wir jetzt wirklich? 10:3 sogar ausgegangen. Ja. Das war also die letzte Runde im Grunddurchgang, der von Amstetten mit 32 Punkten vor der Spielgemeinschaft Kremszwettl gewonnen wurde. Ja, ich muss sagen, heute ist es eigentlich ganz gut gewesen, ist brav gewesen. Eigentlich von der ganzen Mannschaft, für mich persönlich, ja, hat es eigentlich auch ganz gut gepasst. Und, aber das Wichtigste ist, Eishockey ist ein Mannschaftssport und es geht immer um die Teamleistung und wir haben gemeinsam gewonnen und ja, darum steht so, wie es steht. Am 27. Jänner starten die Playoffs. Da geht es gegen Stockerau aufs heimische Eis ins Halbfinale.